Hi Leute, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich gerade mitten im Getreidefeld stehe. Ich will heute herausfinden, wie aus Gerste, das ist das Getreide hier, Bier wird. Genau, sowas. Heute dreht sich nämlich in der Sendung alles ums Thema Alkohol. Und das wisst ihr bestimmt, Alkohol ist auch im Bier drin. Deshalb dürfen Kinder auch kein normales Bier trinken. Und Erwachsene sollten auch nicht zu viel davon trinken, weil sonst sieht es ganz schnell so aus. Also eins ist klar, zu viel Alkohol ist auch für Erwachsene echt nicht cool. Was Alkohol überhaupt ist, wie er ins Bier kommt und warum zu viel davon für uns Menschen richtig gefährlich werden kann, das checke ich heute. Danke. Und ich dachte, ich mache mich gleich mal nützlich und bringe so ein bisschen Gerste mit in die Brauerei. Dann nehme ich doch einfach mal die hier. Alkohol trinken Menschen fast auf der ganzen Welt. Und das schon seit vielen Jahrtausenden. Er ist in Getränken wie Bier, Wein, Sekt oder Schnaps enthalten. Chemiker nennen diesen Alkohol auch Ethanol. Wie viel Alkohol in Getränken drin ist, wird in Prozent angegeben. Bier hat zum Beispiel ca. 5%, Schnaps meistens sogar um die 40%. Das ist richtig viel. Wegen seiner berauschenden Wirkung gilt Alkohol als Droge. Im Gegensatz zu anderen Drogen ist Alkohol aber erlaubt und deswegen fast überall ganz einfach erhältlich. Zu viel Alkohol schadet dem Körper und kann die Menschen sogar süchtig und schließlich auch richtig krank machen. Ich check heute, wie Alkohol genau entsteht. Dafür helfe ich beim Bierbrauen und ich darf sogar mein eigenes Checkerbier herstellen. Komplett ohne Alkohol. Außerdem checke ich mit Ärztin Anna, wie Alkohol auf den Körper wirkt und ich treffe Dominique. Sie war 15 Jahre lang alkoholabhängig und erzählt mir, wie sie aus der Sucht wieder rausgefunden hat. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Alkohol-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Wie entsteht Alkohol? Wer hat den Alkohol entdeckt? Und wie wirkt Alkohol im Körper? Das checke ich für euch. Los geht's im Süden von Deutschland, in der Brauerei des Freilichtmuseums Glendleiden. Hier treffe ich gleich Brauerin Viktoria. Helfen wird ihr heute beim Bierbrauen, außerdem ihr Papa Franz. Hallo Viktoria. Ah, hallo Tobi. Guten Schön, Tag. Dass du da bist. Grüß dich. Ich freue mich auch. Wir machen doch heute Checkerbier, richtig? Das wird super. Ja, richtig cool. Und ich habe auch direkt die erste Zutat mitgebracht, weil ich weiß, dass man Gerste braucht, frisch vom Feld für unser Bier. Das ist an sich total super, Tobi, können wir aber so nicht brauchen. Wir brauchen Malz. Wieso? Ich dachte, Gerste kommt immer rein. Genau, Gerste, aber Gerste muss zu Gerstenmalz werden. Wir brauchen das Korn und das Korn muss einmal keimen, bevor wir es zum Bierbrauen benutzen können. Und dieses Keimen macht ein Gerstenkorn zu Gerstenmalz? Genau, so brauchen wir es. Aha. Weil, jetzt darf ich es dir gleich zeigen, das ist jetzt Gerstenmalz. Ja. Und dann steckst du dir das in den Mund und kaust drauf rum. Mhm. Und dann passiert schon das, was wir nachher brauchen. Lecker, süßlich. Und deshalb brauchen wir Malz, weil das eben diese Zucker schon in sich hat. Wenn wir das mit Wasser mischen, dann wird das eben so süß, wie du es jetzt in deinem Mund spürst. Ah, verstehe. Also wenn ich jetzt auf so einem normalen Korn rumkauen würde, würde es nicht süß werden. Genau. Weitere Zutaten, die man fürs Bierbrauen benötigt, sind Hefe, so wie man sie vom Backen kennt, und Hopfen. Er liefert das Aroma und macht das Bier länger haltbar. Viktoria verwendet ihn in gepresster Form. In der Natur sieht Hopfen so aus. So, und das sind immer beim Bierbrauen die Zutaten. Genau. Es gibt von 1516 das Reinheitsgebot, also vor über 500 Jahren, das vorschreibt, dass wir diese Zutaten hernehmen. Mhm. Und das ist eben ein Gesetz gewesen, es wurde in Bayern erlassen und gilt heute noch für ganz Deutschland, dass wir nur mit diesen Zutaten brauen. In manchen deutschen Bundesländern dürfen Brauereien mittlerweile mit einer Sondergenehmigung auch andere Zutaten verwenden. Früher war das Reinheitsgebot aber dringend nötig, weil die Menschen alles Mögliche fürs Bierbrauen verwendet haben. Wenn dann zum Beispiel ein giftiges Kraut drin landete, konnte das schnell mal so ausgehen. Was ist denn da drin? Ich wollte ein reines Bier. Oh mein Mann. Mich dünkt, ich muss mich entleeren, Toilette. So Leute, jetzt geht's los mit meinem Checkerbier. Als erstes müssen wir einen Stock tiefer zur Schrotmühle. Hier spalten wir die Malzkörner auf, damit später alle guten Stoffe aus dem Korn im Bier landen. Im großen Braukessel befinden sich bereits 300 Liter Wasser. Dazu geben Franz und ich jetzt das gerade erst geschrotete Malz.
Über einen Computer heizt Franz den Braukessel auf. Die Wassermalzmischung nennt man dann die Würze. Und während die köchelt, messen Viktoria und ich die nächste Zutat ab. Den Hopfen. So, da drin ist jetzt die Würze, richtig? Ja. Das heißt Wasser und alles Gute aus dem Korn? Genau. Und jetzt kommt der Hopfen dazu. So ist es. Achtung, heiß. Und rein, ne? Ja. Boah! Entschuldigung, ich bin wirklich sehr ungeschickt heute. Boah, ich hab mich voll verbrannt, es ist richtig heiß da drin. Also, dann jetzt weniger Hopfen als geplant, Mist. Und noch einmal dreht Franz die Temperatur hoch und bringt die Würze zum Kochen. So, jetzt hat unsere Würze da drin eine Stunde gekocht. Was passiert jetzt? Die Würze geht jetzt eine Etage tiefer in einen nächsten Tank und dann kühlen wir es noch ab, weil jetzt kommt unsere wichtigste Zutat. Die Hefe. Die Hefe, die mag es nicht so heiß, die braucht es kälter und die macht den Alkohol. Warte mal, weil das ist auch eine Checkerfrage. Wie entsteht Alkohol? Alkohol entsteht, weil die Hefe gärt. Die Hefe, kannst du dir vorstellen, ist ein Pilz, der aus ganz, ganz vielen, ganz kleinen Lebewesen besteht. Mhm. Und diese Lebewesen fressen den Zucker auf und dadurch entsteht der Alkohol. Okay, nochmal von vorn. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Gerstenmalz-Zuckermolekül, das in der Würze rumschwimmt. Als nächstes kommen die mini-kleinen Hefepilze dazu. So ein Spiel auch einfach mal ich. Der Hefepilz macht sich jetzt an die Zuckermoleküle ran und futtert jedes einzelne Zuckerteilchen auf. Bei der Verdauung des Zuckers, also bei der Gärung, passiert dann Folgendes. Der Hefepilz scheidet Gase aus, und zwar Kohlenstoffdioxid. Das macht das Bier später sprudelig. Bei der Verdauung entstehen aber nicht nur Gase, sondern auch noch eine Flüssigkeit. Und das ist der Alkohol. Der Hefepilz wandelt den Zucker um und scheidet Alkohol aus. Man könnte sagen, die Kohlensäure und der Alkohol, die später im Bier sind, sind Hefepupse und Hefepipi. Witzig, oder? Bei Wein oder Sekt entsteht Alkohol auf genau die gleiche Art. Nur, dass da kein Getreide gärt, sondern Trauben. Alkohol kommt aber nicht nur in Getränken vor. Als Lösungsmittel ist er auch in Farben und in Kleber enthalten, damit sie nicht sofort eintrocknen. Auch in Desinfektionsmitteln ist Alkohol drin, denn er tötet Viren und Bakterien ab. Außerdem wirkt Alkohol konservierend, das heißt, dass er zum Beispiel Lebensmittel länger haltbar macht oder Parfüms länger frisch bleiben. Aber egal, ob in Getränk oder Haushalt, die Herstellung bleibt immer die gleiche. Alkohol entsteht durch die Gärung von zuckerhaltigen Rohstoffen, wie Obst, Kartoffeln, Getreide, Mais oder Zuckerrüben. Alkohol entsteht, wenn mini-kleine Lebewesen Zucker verdauen. Bei der sogenannten Gärung wandeln sie den Zucker in Alkohol um. Checkt! Viktoria und ich sind jetzt auf dem Weg zum Gärbottich. Da kommt gerade die gefilterte Würze von oben an. Und bevor jetzt gleich die Hefe dazukommt und dann eben Alkohol entsteht, zapfen wir noch mein Checkerbier ab. Denn das soll ja schließlich alkoholfrei bleiben. Jetzt ist es das schon. Jetzt leg's los. Oh. Und letzte Flasche. Und die Flasche ist voll. So, jetzt habe ich hier 4 Flaschen Checkerbier abgefüllt. Die stelle ich jetzt kalt. Und da kommt jetzt Hefe rein, weil dadurch entsteht da drin Alkohol und daraus wird echtes Bier. Na dann, Hefepilze. Macht euch mal ran an die Zuckerteilchen. Und guten Appetit. Wow. So, und wie lange muss das jetzt da drin liegen? Also hier ist es jetzt eine Woche in dem Bottich, in der Hauptgärung. Und danach geht es noch 3 Wochen in den Tank. Okay, also 4 Wochen und dann ist das Bier fertig. Genau, dann können wir es trinken. Okay. Dann bin ich jetzt vor allem gespannt auf unser Bier, auf das Checkerbier. Das kühlt jetzt noch eine Weile, aber später probieren wir es aus. Und jetzt erstmal eine Frage an euch. Welches Organ baut Alkohol im Körper ab? A, das Herz, B, die Lunge oder C, die Leber? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung findet. Die Lösung gibt's zum Schluss. So, und jetzt check ich, seit wann es Alkohol überhaupt gibt. Nächste Checkerfrage. Wer hat den Alkohol entdeckt? Ursprünglich wurde der Alkohol von den Menschen eher zufällig entdeckt. Und zwar, als überreife Früchte angefangen haben zu gären und dabei Alkohol entstanden ist. Forscher vermuten, dass die Menschen das schon vor mehr als 10.000 Jahren kapiert haben.
Naja, und seitdem stellen Menschen fast überall auf der Welt als Genussmittel Alkohol her. Es gibt Beweise dafür, dass schon die alten Ägypter Bier und Wein gemacht haben. Aber nicht nur, um Alkohol zu trinken, er hatte auch medizinischen Nutzen. Zum Beispiel haben die Ägypter mit Bier Magenschmerzen und Verstopfung bekämpft. Und auch die Pyramidenarbeiter haben richtig viel Bier zu trinken gekriegt. Erstens, weil es den Durst gelöscht hat und zweitens, weil Bier richtig viel Energie gegeben hat. Bier hat nämlich echt viele Kalorien. Deshalb hat man es früher auch das flüssige Brot genannt. Aber nicht nur die nahrhafte Wirkung kam den Menschen über die Jahrhunderte gelegen. Meistens war Bier auch das länger haltbare und damit gesündere Getränk. Trinkwasser war früher einfach oft von schädlichen Bakterien befallen. Deswegen durften sogar Kinder damals Bier trinken. Das hatte damals aber auch noch weniger Alkohol als heute. Alkohol entdeckten Menschen schon vor Tausenden von Jahren, indem sie vergorene Früchte aßen. Schon die alten Ägypter stellten Bier und Wein her. Gecheckt. Leute, bestimmt ist euch schon mal aufgefallen, dass uns Alkohol ganz häufig im Alltag begegnet. Im Supermarkt, in der Werbung, auf Plakaten. Und wenn es was zu feiern gibt, dann trinken Erwachsene und oft auch schon Jugendliche ganz häufig, genau, Alkohol. Und ein bisschen was davon ist auch kein Problem. Aber Alkohol kann auch abhängig machen. Und das ist ein richtig großes Problem. Was Alkohol mit unserem Körper macht und wie sich eine Alkoholsucht anfühlt, das checke ich jetzt. Und zwar mit Dominique. Sie war über viele Jahre alkoholabhängig, hat mittlerweile aber einen Weg aus ihrer Sucht gefunden. Vor ein paar Monaten hat sie das Mental Health Café eröffnet. Übersetzt heißt es so viel wie psychische Gesundheit. Was es mit diesem Ort genau auf sich hat, frage ich sie jetzt. Hallo Dominique. Servus Tobi. Darf ich mich hinsetzen? Na klar. Es ist aber schön bei euch hier. Vielen Dank. Wir fühlen uns auch sehr wohl. Das Café hast du gegründet, ne? Genau. Was ist denn das Besondere an diesem Ort? Hier ist so ein Ort, wo man auch mal über Sachen reden kann, wenn es einem nicht so gut geht. Mhm. Wenn es einem mal ein bisschen schlechter geht, wenn man einen doofen Tag hat, dann muss man das bei uns nicht verstecken, sondern kann da ganz normal drüber reden. Ja, und du hattest ja in deinem Leben auch eine Phase, in der es dir nicht gut ging, ne? Weil du warst alkoholsüchtig. Genau. Kannst du mal erklären, was das überhaupt bedeutet? Ich hatte damals ganz viele Probleme, ich hatte ganz viele blöde Erinnerungen und so ganz unangenehme Gefühle und die wollte ich einfach nicht haben. Und dafür habe ich den Alkohol benutzt. Der hat das alles so ein bisschen überdeckt und dann ging es mir ein bisschen besser, aber hat halt eigentlich nicht wirklich geholfen. Und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Wie lange warst du süchtig? 15 Jahre ungefähr. 15 Jahre? Ja. Das ist richtig lang. Ja. Wie alt warst du denn, als das anfing mit der Alkoholsucht? Also ich habe halt so mit 16 darf man ja schon anfangen, da habe ich auch angefangen und dann bis zum Abitur. Also da war bei mir die Krankheit schon ganz, ganz ausgebrochen, ja. Okay. Ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen schrittweise machen, weil jetzt hast du auch gesagt, Alkoholsucht ist eine Krankheit. Ja. Wie fühlt sich das denn an, süchtig zu sein? Ich konnte gar nicht mehr ohne Alkohol leben. Also ich konnte nicht mehr aufstehen, nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe das immer gebraucht und wenn ich das nicht bei mir hatte, dann bin ich richtig nervös geworden. Und ich habe auch irgendwann immer mehr gebraucht. Und irgendwann war das mir auch viel wichtiger zu trinken, als meine Freunde zum Beispiel zu treffen oder so Hobbys zu machen. Ich bin lieber alleine in meinem Zimmer gewesen und habe getrunken, als dass ich rausgegangen bin. Meinst du, man kann das mit irgendwas vergleichen? Weil Kinder zum Beispiel trinken ja natürlich noch keinen Alkohol. Naja, es ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man gerne Schokolade mag. Und dann will man aber mehr Schokolade essen und immer mehr. Und dann weiß man ja, wenn man jetzt nur Schokolade isst und zu viel, dann ist das irgendwann auch nicht mehr so gesund. Vielleicht ist es so ein ganz bisschen so. Und beim Alkohol ist das ja auch noch, ich habe ja nicht den Alkohol für seinen Geschmack gemocht, weil er so lecker ist, sondern weil ich dadurch ein bisschen ruhiger geworden bin und weil meine blöden Gefühle weggegangen sind. Aber sag mal, wenn man so viel trinkt, dann hat man doch am nächsten Tag diesen berühmten Kater. Also man hat Kopfschmerzen, es geht einem schlecht. Man will vielleicht gar nicht aufstehen, weil einem so übel ist. Das muss doch bei dir, wenn du so viel getrunken hast, auch so gewesen sein. Nee, so einen richtigen Kater hat mein Körper irgendwie, der hat das besser verkraftet. Aber ich habe ja wirklich auch so viel getrunken, dass wenn ich morgens aufgestanden bin, war ich ganz oft einfach noch betrunken vom Vortag. Und ich habe natürlich trotzdem gemerkt, dass mein Körper kaputt gegangen ist. Mein Gedächtnis ist irgendwann immer schlechter geworden. Und dann haben die Freunde am nächsten Tag gesagt, weißt du noch gestern Abend? Und ich wusste es einfach nicht mehr, das war einfach weg. Schon krass, was Alkohol im Körper macht, ne? Und das gucken wir uns mal genauer an. Das ist auch eine Checkerfrage. Wie wirkt Alkohol im Körper? Das checke ich mit Anna. Sie ist Ärztin im Team des Mental Health Cafés und kann mir genau erklären, was Alkohol im Körper so anstellt. Vielleicht können wir uns einfach vorstellen, der Typ hier, der trinkt ein Glas Bier. Mhm. Im Bier ist Alkohol drin. Ja, und jetzt interessiert mich, was dann im Körper passiert. Mhm.
Er wird den schlucken über die Speiseröhre. Mhm. Und dann gelangt das erstmal in den Magen, den hast du gerade eingebaut. Der hier, ne? Mhm. Ja. Magen und Darm. Ja. Und von dort wird es ins Blut aufgenommen und verteilt sich letztlich im ganzen Körper. Okay, also Magen und Darm, da landet überhaupt alles, was wir über den Mund zu uns nehmen. Ja. Ne? Auch wenn wir was essen, mhm, läuft es dahin und wird dann dort verdaut und weiterverarbeitet. Mhm. Logischerweise auch der Alkohol. Genau. Und dann transportiert das Blut aus diesen Organen den Alkohol überall hin. Genau. Was macht denn dann der Alkohol im ganzen Körper? Wichtig ist schon mal zu wissen, dass Alkohol ein Gift ist, das Zellen im ganzen Körper schädigt. Wenn du jetzt Gift sagst, dann denke ich natürlich an was Tödliches. Also Menschen, die vergiftet werden, die können ja sterben. Bei jedem Gift ist es eigentlich so, dass es von der Menge abhängt. Und dann gibt es halt ganz krasse Gifte, die sind schon gefährlich, wenn man ganz, ganz kleine Mengen aufnimmt. Mhm. Und dann gibt es Gifte, da kann man einen Teil, kann der Körper gut damit umgehen. Aber wenn man große Mengen aufnimmt, dann kann man bewusstlos werden oder sogar sterben. Echt? Auch bei Alkohol? Ja. Okay. Und was passiert dann? Woran merkt er jetzt, dass er Bier getrunken hat? Der Alkohol geht dann ganz schnell vor allem ins Gehirn und die Muskeln. Mhm. Braucht so 6 Minuten. Okay. Und kann dann im Gehirn einiges durcheinander bringen. Mhm. Je mehr Alkohol im Blut ist, desto größer ist die Wirkung auf den gesamten Körper. Im Gehirn beeinflusst er die Übertragung von Informationen zwischen den Nervenzellen. Wer zu viel getrunken hat, kann dann zum Beispiel schlechter sehen, fängt an zu lallen oder kann das Gleichgewicht nicht mehr halten. Einige werden müde, manche macht der Alkohol aber auch aggressiv. Oft will der Körper das Gift auch wieder loswerden und reagiert dann mit Übelkeit. Man hört doch immer wieder, dass die Leber, also dieses Organ, was hier sitzt, auch so viel mit Alkohol zu tun hat. Was noch mal genau? Die Leber ist damit beschäftigt, den Alkohol, den du trinkst, umzuwandeln und abzubauen. Der Alkohol wird da so umgewandelt, dass er über die Nieren und die Blase ausgeschieden werden kann. Übers Pipi? Mhm. Man pinkelt es quasi raus? Mhm. Okay, also dann ist die Leber eine ganz wichtige Station, wenn es darum geht, dass der Alkohol aus dem Körper auch wieder rauskommt. Genau, und die hat da doch einfach ganz schön viel zu tun. Und vor allem, wenn du dann viel Alkohol über lange Zeit trinkst, dann kann die Leber sehr krank werden. Da merkt man dann richtig, dass Alkohol wirklich ein Gift ist, ne? Und wenn man nicht gut damit umgeht, dann vergiftet es den Körper und man kann richtig, richtig krank werden. Deswegen ist es so wichtig, dass vor allem Kinder, die ja noch wachsen, oder auch Frauen, die schwanger sind, und das Baby im Bauch wächst und sich entwickelt, dass die keinen Alkohol trinken dürfen. Okay. In Deutschland dürfen Jugendliche ab 16 alkoholische Getränke wie zum Beispiel Bier oder Wein trinken. Stärkere Getränke wie Schnaps erst ab 18 Jahren. Aber auch dann gibt es natürlich noch Regeln. Wer zum Beispiel alkoholisiert Auto oder Fahrrad fährt, kann schnell seinen Führerschein los sein oder eine Geldstrafe kassieren. Um das zu überprüfen, kann die Polizei einen Alkoholtest einfordern. Das macht man entweder mit einem Bluttest oder noch schneller über den Atem. Und wie das funktioniert, das checke ich jetzt. Denn Anna hat mir ein Alkoholmessgerät mitgebracht. Einschalten, dann lange draufpusten. Müsste ja jetzt gleich 0,0 anzeigen. Dein Gerät ist kaputt. Hier steht 0,02, aber ich habe ja überhaupt gar keinen Alkohol getrunken. Das ist ganz normal. Bei jedem Menschen zeigt es so ein bisschen was an, weil im Körper Gärprozesse dazugehören und zum Beispiel auch in Saft sind minimale Mengen Alkohol. Echt? Die Gärung, die auch zum Beispiel im Bier stattfindet, wo der Alkohol entsteht, das kann auch im Kleinen in meinem Magen passieren oder auch in einem Apfelsaft. Mhm. Weil Apfelsaft hatte ich vorhin. Ja. Dann liegt's daran. Na gut, aber Anna, das hat richtig Bock gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du mir das alles gezeigt und erklärt hast. Super gerne. Vielen Dank. Alkohol ist ein Gift. Im Körper greift er das Gehirn an und kann Organe wie zum Beispiel die Leber dauerhaft schädigen. Gecheckt. Weiter geht's nochmal mit Dominique. Ich will unbedingt noch von ihr erfahren, wie sie es aus ihrer Alkoholsucht rausgeschafft hat. So, das ist doch super. Und wir mixen jetzt ein paar Drinks, aber natürlich ohne Alkohol. Genau, weil das ist ja das immer, wenn es bei Erwachsenen was Besonderes ist, dann gibt es immer gleich sofort Alkohol. Und das braucht es eigentlich gar nicht, weil wenn man so schöne Sachen machen will, muss da gar kein Alkohol drin sein. Genau, dann können Kinder außerdem auch trinken. Das ist doppelt gut. Beste Sache. So, aber sag mal, wie war das denn für dich damals, als du abhängig warst? Ich kann mir vorstellen, dass es für dich gar nicht leicht war, das mit dem Alkohol trinken sein zu lassen, weil eben in der Erwachsenenwelt so oft Alkohol überall vorkommt. Ja, das war auch tatsächlich am Anfang wirklich ein ganz großes Problem, weil dann habe ich mir vielleicht kurz gedacht, okay, jetzt will ich nicht trinken, aber dann geht man irgendwo hin und da gibt es dann Prosecco und Bier. Und da Nein zu sagen, das habe ich am Anfang einfach nicht geschafft. Und wie hast du es letzten Endes hingekriegt?
Ich habe mir tatsächlich Hilfe gesucht. So wie bei ganz vielen anderen Krankheiten, da gehe ich ja auch zum Arzt. Und so gibt es ja auch für diese Krankheit gibt's einen Arzt, nennt sich Therapeut, Psychotherapeut. Und mit dem habe ich ganz lange gearbeitet. Und auch an den Sachen, warum ich getrunken habe, diese Gedanken und Gefühle. Ich habe gelernt, dass ich die auch anders verarbeiten kann und dass es da gar nicht den Alkohol braucht. Und jetzt trinkst du ja wirklich keinen einzigen Tropfen mehr, ne? Nein, seit 2,5 Jahren gar keinen Tropfen mehr. Und du bist ganz stolz, oder? Mir geht's so gut damit, ja. Toll. Aber sag mal, es gibt ja auch viele Erwachsene, die alkoholsüchtig sind und nicht drüber reden, sich nicht helfen lassen, nicht erkennen, dass es eine Krankheit ist. Mhm. Und manchmal haben die auch Kinder. Mhm. Das heißt, es gibt Kinder, bei denen Mama oder Papa Alkoholiker sind. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, wie das wohl für die Kinder ist, dann glaube ich, ist das nicht schön. Was würdest denn du sagen, können Kinder tun, um Hilfe zu kriegen? Im Endeffekt das Gleiche tun, was ich gemacht habe. Drüber reden. Sich jemanden suchen, vielleicht eine Lehrerin oder eine Nachbarin oder eine andere erwachsene Person und einfach mal sagen, wie das zu Hause ist und auch wissen, damit tut man Mama oder Papa nichts Böses, weil die haben einfach nur eine eigene Krankheit, mit der sie nicht umgehen können. Und Kinder denken ja dann ganz oft, sie sind der Grund, dass der Papa jetzt wieder so viel trinkt oder dass die Mama jetzt wieder zum Glas greift. Dabei ist es eine Krankheit und die Kinder haben nichts falsch gemacht. Nee, genau. Es sind nie Kinder, die Schuld haben. Das ist auf jeden Fall so. Und auch gerade nicht daran, dass Mama oder Papa Alkohol trinken oder zu viel Alkohol trinken. Da gibt es Leute, die kennen sich richtig gut damit aus und die helfen dann, die helfen dem Kind, aber die helfen auch den Eltern. Okay. Und jetzt mixen wir hier noch unsere Drinks weiter, oder? Genau. Also ich finde es echt stark, wie Dominique das alles geschafft hat. Mir zeigt, dass man Probleme nie nur mit sich selbst ausmachen sollte. Lieber mutig sein und mit anderen drüber reden. Da würde ich sagen, zum Wohl. Cheers. Ja. Oh, Knaller. Leute, mein selbstgebrautes, alkoholfreies Checkerbier, das ich mit Victoria gebraut habe, müsste jetzt richtig schön kühl sein und ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Aber für euch gibt's vorher noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welches Organ baut Alkohol im Körper ab? A. Das Herz, B. Die Lunge oder C. Die Leber? Na, habt ihr die Lösung entdeckt? Guckt mal. Die Leber ist damit beschäftigt, den Alkohol, den du trinkst, umzuwandeln und abzubauen. Die richtige Antwort ist also C. Die Leber wandelt den giftigen Alkohol im Körper um. Zu viel Alkohol macht die Leber krank. So, Leute, wir sind mittlerweile im Biergarten von Victorias Brauerei. Und wir haben Gäste. Hallo alle! Hallo! Und das Beste ist, unser Bier ist auch eiskalt jetzt, stimmt's? Super, perfekt. Checkerbier, alkoholfreies. Bock. Freunde, bitte sehr. So. Jeder hat was zu trinken. Ich würde sagen, wir probieren mal, oder? Auf jeden Fall. Zum Wohl. Prost! Oh, toll. Schmeckt's euch? Ja! Ja, super. Victoria, das hat richtig Spaß gemacht heute. Mir vielen, auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das war's auch vom Alkoholcheck. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal. Prost! Vielleicht sagt ihr das ja auch mal den Erwachsenen. Alkoholfreie Getränke sind total super. Und prosten kann man damit schließlich auch. Ah, gibt's noch mehr? Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt.